Es war ein außergewöhnliches Fest, das die Musikschule Walgau zum 40-jährigen Jubiläum auf die Beine gestellt hat. Drei Konzerte an drei Locations, alle zur selben Zeit. Für die Besucher in Nenzing, Göfis und Nützidas ein toller Abend mit viel Musik. Die Musikschule Walgau ist in den letzten 40 Jahren zu einer musikalischen Bildungseinrichtung gewachsen, die in 11 Gemeinden insgesamt an die 1000 Schülerinnen und Schüler betreut. Das kulturelle Leben in der Region wird durch zahlreiche Konzerte und auch durch musikalische Umrahmungen von Veranstaltungen immer wieder bereichert. Zum Jubiläum gab es an allen drei Standorten ein abwechslungsreiches Programm mit Musik aller Stilrichtungen, von Klassik bis Volksmusik und Pop, bei dem die besten Solisten und Ensembles, Bands und Orchester der Musikschule ihr Können zum Besten gaben. Als besondere Schmankerl wurden nicht nur alle drei Veranstaltungen selbst live ins Internet übertragen, sondern auch immer wieder Live-Schaltungen von Göfis und Nützidas nach Nenzing in den Ramschwagsaal geboten. Hallo Nenzing, wir begrüßen Nenzing aus Nützidas. Vor allem für die Eltern und Freunde der Musikantinnen und Musikanten war der Abend natürlich ein tolles Erlebnis. Aber auch von Seiten des Landes wird die Arbeit der Musikschule Walgau sehr geschätzt. Das zeigt ja auch die Anwesenheit von Landeshauptmann Markus Wallner, der selbst schon in den Genuss der musikalischen Ausbildung kam. Wenn man es in Österreich vergleicht, da gibt es kein Bundesland, wo es mehr Musikschüler gibt wie bei uns. Und ich glaube, dass das ganz gut ist, oder? Weil wir den Kindern in der Erziehung, in der Bildung was mitgeben. Jeder, der irgendwie ein Instrument spielt oder mal was gelernt hat, der in der Musikschule war, auch ich war viele Jahre bei dir, beim Kainhofer Helmut, der hat mich schon manchmal ordentlich hergenommen. Also man nimmt was mit ins Leben und das ist schon eine wirklich gute Sache. Für den Leiter der Musikschule Walgau, Christian Mattis, war der Abend ein voller Erfolg, der natürlich nur in Zusammenarbeit funktioniert. Markus, ich möchte dir persönlich einen speziellen Dank aussprechen, dass du uns Musikschulen, und da nehme ich jetzt alle 18 Musikschulen, die Vorarlberg hat, hinein. Du und das Land Vorarlberg unterstützt uns wahnsinnig und da sind wir sehr, sehr froh. Und das ist nicht nur finanziell, das ist auch ideelle Unterstützung. Auf jeder Veranstaltung sind Landes-, Gemeindepolitiker, sind Bürgermeister mit dabei. Also da mag ich auch mal einen Dank aussprechen. Das ist nicht nur heute beim Jubiläum so, sondern das ist eigentlich bei jeder Veranstaltung, die wir haben. Und das möchte ich auch mal hervorheben. Also es ist auch eine sehr große ideelle Unterstützung, die wir da erfahren. Finanziell ist, hast du es schon gesehen, denke ich, dass jeder Euro für die Jugend sehr, sehr gut angelegt ist und ja, machen wir weiter so. Ein wunderbar musikalischer Abend nahm dann seinen Lauf und man darf gespannt sein, welche tolle Erfolge die Musikschule Walgau in den nächsten 40 Jahren feiern wird. Applaus